Jurassic Park The Game Episode 4 – Die Überlebenden. Billy, lassen Sie sie los! Billy, halt! Lassen Sie sie los! Gehen Sie mir aus dem Weg! Was machen Sie denn? Ich warne Sie, bleiben Sie mir fern! Handeln Sie nicht unüberlegt! Hey, mach doch was! Seien Sie still! Sagen Sie es uns, Doc, was ist da draußen? Was hat Ihnen das angetan? Tro. Sie heißen Troodon Pectinodon. Sie sollten eingeschläfert werden, aber... Was? Sie haben sie freigelassen? Nein, ich habe sie in Quarantäne gehalten, um sie zu studieren. Ich vermutete, dass sie irgendwie das Gehege verließen, war mir aber nicht sicher. Sie wussten die ganze Zeit von all diesen verdammten Kreaturen da draußen, die nach unserem Piloten suchen. Billy, warten Sie! Wir wurden fast von einem unserer eigenen Männer getötet. Wahrscheinlich war er von einem dieser Dinger gebissen worden, genau wie Decaf. Weiß der Geier, was aus ihm geworden ist. Unsere beiden Teams sind tot. Oscar ist tot. Alles wegen ihrer Dinosaurier. Alles ihretwegen. Oscar, diese Viecher, Hilfe, Tagebuchverschaltung. Ein herzliches Willkommen erstmal zurück zu Jurassic Park The Game in der nächsten Folge hier und Episode. Diese Viecher. Billy, ich verstehe das. Sie sind wütend. Aber wir brauchen Laura. Sie ist die Einzige, die genug über die Gefahren weiß. Und was bringt es uns, wenn sie diese Informationen für sich behält? Jedenfalls ist diese Hexe eine Lügnerin. Sie hat uns alle belogen. Hat mich in Gefahr gebracht, nur um ihre Agenda und ihre kostbare Freakshow zu beschützen. Was verbirgt sie sonst noch? Bitte, wenn ich vorher... Ah, Schnauze. Sie ist in Gefahr, sie in Gefahr gebracht, uns alle angelogen. Geht's also darum? Sie hat sie in Gefahr gebracht? Ihr eigener kleiner Rachefeldzug also? Es geht hier nicht um mich. Ich mache das für Decaf und Vargas. Was soll das alles? Sie ist eine Lügnerin. Das kann keiner abstreiten. Ja, sie hat allen gegenüber gelogen. Aber sie hat uns auch geholfen. Nima ist dank ihr noch am Leben. Sie hätte uns warnen können. Ich war mir nicht sicher. Es hätte ja sein können, dass sie in das Quarantänegehege geraten ist. Wie jetzt? Ich bin der Feind. Ich bin der Böse. Ich will euch doch nur die Augen öffnen. Ich will euch die Wahrheit zeigen und jemanden zur Rechenschaft ziehen. Ich glaube, er ist einfach sehr, sehr wütend jetzt für alles, was passiert ist. Und, Hilfe. Vielleicht kann niemand nämlich was machen. Böse, komm. Sie sind der Böse. Oscar hat sich geändert, aber sie sind all das geworden, wofür ich ihn hielt. Und sie stehen kurz davor, auch noch zum Mörder zu werden. Ich muss mir hier gar nichts anhören. Sie muss endlich Verantwortung übernehmen. Ingen ist hier der Feind. Sie haben die Insel ruiniert, diese Monster erschaffen. Soll sie jetzt für das zahlen, was Ingen angerichtet hat? Vielleicht. Stecken Sie das Messer weg. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Alles, was sie sagen muss, ist, es war meine Schuld. Kommen Sie doch! Spucken Sie es aus! Nein, es war nicht... Sagen Sie es! Es war meine Schuld. Na also, war doch gar nicht so schwierig, oder? Ihre Freunde mögen sie gerettet haben, aber immerhin habe ich die Wahrheit aus ihnen herausbekommen. Ihr wolltet sie lebendig, ihr könnt sie haben. Denkt an meine Worte. Sie wird eher eins dieser Tiere retten, bevor sie für einen von euch einen Finger krümmt. Okay, wir sollten uns alle nützlich machen. Ich kümmere mich um die Käfer. Wir können nicht länger hierbleiben. Wir geben Billy eine Minute und schauen, ob wir was Nützliches finden. Vielleicht einen Ausweg. Okay, wir überprüfen den Raum und melden uns, wenn wir fertig sind. Einverstanden? Okay. Gucken wir mal da durch. Vielleicht sehen wir ja noch einen Raptor oder so. Ich kann nichts sehen. Könnte sicher sein. Ja, vielleicht. Aber trotzdem möchte ich mich noch mal ein bisschen umgucken. Ah. Ich glaube, sie sind leer. Sie sind aber trotzdem schwer. Huele a excremento. Excremento. Ja, dann, los. Weg von der Tür. Da gehen wir nicht mehr raus.
Warum nicht? Weil wir nicht zurückgehen und weil das, was diese Dinos erschreckt hat, noch da sein könnte. Okay. Dann will ich mal sehen, was er hier findet. Zugeschlossen. Ich will nicht mit einem Dinosaurier in einem Lüftungsschacht stecken. Außerdem ist er überall Blut. Au, heiß! Wollen die das nicht mal zumachen? Also ich meine, wenn die es zumachen würden, würde auch nicht einfach irgendwas da durchkommen. Oh, was ist das da oben? Ein Satz Leuchtfackeln. Die könnten nützlich sein. Allerdings. Wir sollten gehen. Halt dich von den Lüftungsschächten fern. Jess, bleib von den Lüftungsschächten weg. Kein Davonschleichen mehr, ja? Ich gehe nirgendwo hin, Dad. Na, hoffentlich. Kleines Biest. Trodon-Verhalten. Diese Trodon, was können Sie mir noch über sie sagen? Nun, sie sind nachtaktiv. Sie sind so schlau wie Raptoren, aber sie jagen anders. Ein einzelner Biss, um dem Opfer das Gift zu injizieren, dann ziehen sie sich zurück. Stellen ihrer Beute nach. Ihre gezackten Zähne speichern den Speichel. Der Speichel enthält ein Toxin. Niemals Bisswunde. War das ein Trodon? Ja, definitiv. Und die mag ich überhaupt nicht, mal so nebenbei. Ja, nee, ich will hier mal gucken. Mit Jessie. Was ist mit dem Gitter hier? Sieht groß genug für uns alle aus. Scheint in die richtige Richtung zu führen. Mhm. Aber? Na toll, abgesperrt. Hat zufällig jemand den Schlüssel? Ich glaube, ja. Ich finde, die haben immer Glück, dass da überhaupt solche Gitter und Lüftungsschächte und so sind. Wollen wir mal mit ihm quatschen oder uns das auch mal angucken hier? Sieht echt gruselig aus. Es ist wirklich gruselig, vor allem, dass der noch irgendwo lebt. Billy, wir sollten Decaf abdecken. Ich will nicht, dass Jess das sieht. Ja. Sie hat's doch schon gesehen. Eier. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, die Saurier können sich nicht vermehren. Können sie nicht. Es sind nur Weibchen. Aber wie legen sie dann Eier? Theropoden stoßen ihre Eier genau wie die meisten anderen eierlegenden Tiere ab. Denk nur an Hühner. Alle Eier auf dem Markt sind unbefruchtet, nicht wahr? Oh, stimmt. Sie müssen sie also trotzdem legen. Oh je. Was ist? Dass die Dinosaurier Eier ausstoßen, ist ein gutes Argument. Aber das hier ist ein Gelege. Das ist Brutverhalten. Und? Auch Hühner brüten ein großes Gelege aus. Unsere Saurier aber nicht. Ich habe postovulatorische Eier gefunden. Sie waren deformiert, schon zerstört oder achtlos in die Büsche getreten. Verstehe. Wir sollten dennoch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wie sollte das auch möglich sein? Könnte ein Dino-Mädchen sich in einen Jungen verwandeln? Bei Dr. Wus schludriger Herangehensweise an die Gensequenzierung könnte alles passieren. Mhm. Können wir mal mit ihm hier quatschen? Der Tunnel sieht groß genug für alle aus. Vielleicht sollten wir hier lang gehen. Jess, geh von dem Gitter weg. Du weißt nicht, was da unten ist. Ich versuche nur zu helfen. Ich weiß, Jess, aber ich kann nicht auf alles hier achten und dazu noch auf dich aufpassen. Ist doch gerade gar nichts los. Tut mir leid, dass ich so eine Last bin. Und ich will immer noch, dass sie mit ihm hier quatscht. Ach so, ja. Alles in Ordnung? Jess, lass ihn in Ruhe. Genau, lass ihn in Ruhe. Aha. Nochmal zu ihr. Wenn wir da noch nicht finden, vielleicht können sie nochmal reden. Komplett in der Falle. Ich hasse es, hier wie eine Ratte gefangen zu sein. Kann ich verstehen. Daddy könnte ja auch nochmal irgendwas machen, vielleicht. Nima, wie viel wissen Sie noch über das Tier, das sie gebissen hat? Ich habe es nicht gesehen. Es war so schnell wieder weg. Und es war dunkel. Nachdem es mich gebissen hat, fühlte ich mich ganz wirr, als ob ich unter Drogen gesetzt worden wäre. Da waren viele von ihnen. Sie hatten leuchtende Augen. Leuchtende Augen? Ja, so wie Ojos de Lobo. Wir sollten wohl besser los.
Sind Sie sicher? Vielleicht braucht Billy noch etwas Zeit. Vielleicht können wir Billy irgendwie mal so... Das glaube ich auch. Ein bisschen aufrappeln oder so. Dann nochmal zu ihr. Ob ich das Schloss knacken könnte? Genau. Mach doch mal was mit dem Schloss. Du hast so eh nichts zu tun gerade. Ich weiß zwar eh nicht, wie das geht, aber ich will auch Einbruch nicht gerade auf Dads Liste meiner potenziellen Verbrechen setzen. Kannst du ihm das vielleicht sagen? Ob ich das Schloss knacken könnte? Dann macht sie dasselbe nochmal. Ich weiß zwar eh nicht, wie das geht, aber ich will auch Einbruch nicht gerade auf Dads Liste meiner potenziellen Verbrechen setzen. Dann sagt man, das ist nicht fair. Das ist überhaupt nicht fair. Wenn dieser ganze Ausflug irgendwie dazu dienen sollte, mich vom Ladendiebstahl abzuhalten, Ziel erreicht. Kannst du da nichts machen? Ob ich das Schloss knacken könnte? Nee, dann macht sie immer nur dasselbe. Ja, ja. Aber ich weiß zwar eh nicht, wie das geht, aber ich will auch Einbruch nicht gerade auf Dads Liste meiner potenziellen Verbrechen setzen. Schade, hätte ja sein können, dass sie das dann jetzt macht oder so. Irgendwie müssen wir doch uns aufraffen können. Ja, dann müssen wir gehen. Wir sollten wohl besser los. Du hast jetzt genug getrauert. Sind Sie sicher? Ja, wenn Sie soweit sind, Billy. Die Dose. Billy, haben Sie was gefunden? Nein, nichts. Sind alle bereit? Was ist mit Decaf? Das habe ich erledigt. Es sah so aus, als ob sie sich was genommen hätten. Wenn er was bei sich hatte, das uns helfen kann. Ich habe nichts gefunden. Nur seine Erkennungsmarke. Die Versicherung zahlt seiner Familie nichts, wenn ich sie nicht zurückbringe. Zufrieden? Na gut. Entschuldigen Sie meine Zweifel. Sollen wir ihn mitnehmen? Wozu? Er ist doch schon beerdigt. Ja, aber... Ich weiß, wo seine Leiche ist. Wir können sie nicht transportieren. Wenn das alles vorbei ist, können wir seine sterblichen Überreste hoffentlich bergen. Aber ich meine, können die nicht richtig mal umbringen? Alles, was gerade passiert ist. Vergeben und vergessen, ja? Müssen die ihn da so halb am Leben lassen? Erklären Sie mir das mit dem Telefon nochmal. Dem Terminal in meinem Labor zufolge sind die Telefone in der Meeresausstellung noch mit dem Sendeempfänger verbunden. Die im Besucherzentrum... Zu weit weg. Können wir durch die Tunnel zur Meeresausstellung? Sie sind alle miteinander verbunden. Ich müsste in der Lage... Also, ja. Danke sehr. Na gut, wir haben hier alle die gleichen Prioritäten. Wir müssen zur Meeresausstellung und das Telefon finden. Dann rufen wir uns einen Hubschrauber, der uns hier rausbringt. Wie sollen wir da hinkommen? Die Trodons sind immer noch da draußen. Wir können keine weiteren Bisse behandeln. Wir müssen... Psst. Lassen Sie mich ausreden. Die Tür. Oh nein. Dad. Sie kommen durch die Lüftung. Ja, mach doch mal zu. Hab ich doch gleich gesagt. Ja, selbst schuld. Ich hätte es gleich dicht gemacht, wenn ich wüsste, das ist der Weg. Sie kommen an der Tür vorbei. Dabei. Ich muss mit irgendwas das Schloss aufbrechen. Dann kriegst du dieses Irgendwas! Zwerungsplatte! Was? Benutze die Zwerungsplatte, sie ist zwerungsstabil! Okay.
Okay. Nein, das würde niemals funktionieren. Nein, das nicht. Ja, dann... Jenny, hallo! Ja. Ich weiß, ich weiß! Ich kann ja gerade nichts machen. Da ist sie doch. Hat sie auch gesagt. Nee. Ich bin ja ein bisschen beschäftigt. Die Leuchtpacken. Was ist mit denen? Gib mir die Reine. Achtung! Nein! Nicht gefangen! Hier ist noch eine her! Könnte glatt ich sein. Komm! Ja! Das war genauso nah dran, wie es sonst auch immer ist. Ja. Ja. Ganz ehrlich. Voll übertrieben. Ja. Voll hin und her geswitcht und dann war es okay. Guten Appetit! Geschafft! Los geht's! Na endlich! Raus mit euch! Eine ordentliche Dosis. Die ist doch aber immer noch offen, oder nicht? Wo entlang, Laura? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen Richtung Norden. Okay. Was steht da? Nein! Dad! Verflucht, wo sind wir? Wir müssen falsch abgebogen sein. Ja. Toll! Ich wollte eigentlich auf den Plan gucken, aber dann sind sie nach links gelaufen. Das passiert also, wenn man links abbiegt. Wo entlang, Laura? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen Richtung Norden. Und wo ist Richtung Norden? Welche Leitung, bitte? Ja, ich will mir das angucken. Die Entsalzungsanlage. Da ist die Meeresausstellung. Da, folgt der roten Leitung. Okay, der roten Leitung. Rechts, wenn ich richtig gesehen habe, oder? Rote Leitung links. Links. Die Leitungen sind rechts, nicht anhalten! Oh, dann ist es falsch. Moment, das sind Wasser.
Lieferung. Los, geht nach! Hauptsache, wir schaffen's. Wo lang, Laura? Ich weiß nicht, Jerry. Wir sind mindestens 10 Meter unter der Erde. Ich weiß nicht, wo wir sind. Naja, wir können hier nicht herumsetzen und Däumchen drehen. Ich höre sie nicht mehr. Vielleicht war es Territorialverhalten. Und wir sind weit genug weg vom Nest und sie haben uns aufgegeben. Vielleicht. Vielleicht haben wir sie abgehängt. Aber wir sind nicht gerade an einem sicheren Ort. Wo entlang, Doc? Hey, hier drüben. Können Sie die lesen? Möglich, wenn ich... Ja, okay. Wir sind an einer Kreuzung mit 4 Gängen. Es gibt nur diese 4 auf dem Plan. Ich muss nur schnell die Symbole entschlüsseln. Ich möchte auch einen Jurassic Park Kaffeebecher. Okay, wir müssen einfach herausfinden, an welcher Kreuzung wir uns befinden. Wir müssen in den Gängen charakteristische Merkmale suchen. Dann kann ich Möglichkeiten ausschließen. Das wird super. Vielleicht kann ich mit den Plänen helfen. Sieht ziemlich einfach aus. Ja, klar. Hilf mal, Jess. Damit kann ich nicht arbeiten. Ich brauche Details, Orientierungshilfen, etwas Auffälliges. Okay, was Auffälliges? Was ist denn auffällig? Ich habe einfach nicht genug Details, um eine Entscheidung zu treffen. Ja. Damit kann ich nicht arbeiten. Ich brauche Details, Orientierungshilfen, etwas Auffälliges. Das checke ich hier noch gerade nicht so ganz. Wenn du jetzt Y nimmst und das Kreuz oder... Ich meine, Häkchen ist doch richtig, also... Ich habe einfach nicht genug Details, um eine Entscheidung zu treffen. Aber wenn ich das andere... Okay, mache ich mal links. Damit kann ich nicht arbeiten. Mit beidem nicht arbeiten. Orientierungshilfen, etwas Auffälliges. Also ist der ganze Plan doch ganz doof. Also, oder... Was ist denn auffällig? Keine Ahnung. Ich nehme mal den da. Damit kann ich nicht arbeiten. Ich brauche Details, Orientierungshilfen, etwas Auffälliges. Damit kann ich nicht arbeiten. Ich habe jetzt fast überall den Plan genommen und Häkchen nach links. Ich nehme jetzt B, mach wieder links. Damit kann ich nicht arbeiten. Ich brauche Details, Orientierungshilfen, etwas Auffälliges. Wenn ich rechts nehme, ist doch auch falsch. Nimm mal wieder A und jetzt nehme ich mal rechts. Ich habe einfach nicht genug Details, um eine Entscheidung zu treffen. Die Gänge müssen unter... Ich kann das nicht lesen. Die Symbole da sind Zugangsleitern. Die breiten Linien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Trafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Okay, wir müssen also erstmal mit ihr quatschen, damit wir es überhaupt können. Ich muss wissen, was Sie in den Gängen erkennen können. Beschreiben Sie es so detailliert wie möglich. Okay. Dann müssen wir das mal machen. Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Der Tunnel hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Die linke Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr, das dann im Boden verschwindet. Okay. Dann ist jetzt denn, es ist zu dunkel, wonach muss ich suchen, alles okay? Hey, Chica, alles klar zwischen uns? Na, Chica. Kommen Sie doch her, Yoder, und finden Sie es raus. Ja, den Trick kenne ich. Ja, okay. Dann ist jetzt Ima dran, die Chica. Jetzt mal deine Wunde angucken. Oh, sie kann sogar eine Fackeln. Auf der rechten Seite sind 2 elektrische Saltkästen oder sowas. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Das sind 2 Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Ich hoffe, das kann die sich alles merken. Der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Okay, cool. Dann er hier. An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Das kann die sich doch niemals alles merken. Mach auch mal eine Leuchtfackel, dann sieht man ja nichts. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Ganz hinten an der Wand auch. Ja, klar. Habe ich mir notiert. Ganz schnell. Am Ende des Gangs sind irgendwelche Wasserspeicher. Der Gang scheint recht winklig auf einen anderen zu stoßen. Jo, alles klar. Kann er auch eine Fackel anmachen?
können wir nämlich mehr sagen. Und dann speichert das auch immer. Yeah. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Der Tunnel hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Aber das hatten wir doch schon gesagt. Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Okay, wir haben alles, oder? Ich würde sagen, wir kümmern uns um den wundervollen Plan hier im nächsten Part von Jurassic Park The Game. Ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns und hören uns. Bis dann!